Was schießt du da? Auf mich. Ich hoffe, das war dir eine Lehre. Oh. Naja, fürchte dich. Ach, hier. Schüttelfrostmedikament. Die nächste führt ein Hyperion-Materialoffizier mit sich, der in den Highlands herumreist. Besorgt die Arznei von ihm. Ohne seine Wachleute macht dir der Materialoffizier sicher einen guten Preis für die Medizin. Ich schlage vor, du killst sie. Freundlich, wenn möglich. Hm. Ah ja. Okay, das ist jetzt der Punkt, wo wir suchen. Welches Level ist denn diese Quest? Ja, die könnten wir jetzt eigentlich auch zu Ende machen, oder? Ja, jetzt haben wir angefangen, jetzt können wir die auch zu Ende machen. Ist Level 16. Naja, gut. Wir sind ja schon Level 20, also die schwierigste Quest ist für Level 20, aber ich schätze mal, die wäre dann wirklich recht schwierig. Ich habe eine gewisse Massenstacht. Warte mal, wir müssen hier nicht laufen. Achso, ja, hol mal ein Auto. Du kannst ja schon mal vorlaufen, ich fahre dir nach. Und du bleibst einfach stehen. Bände Technik, bla bla bla. Aha. Hallo. Zack, da ist er. So, irgendwo in den Highlands war die gesagt. Also ich wahrscheinlich diese Richtung. Alter. Ah. Ja, aber irgendwie so eine kleinere Straßensperre hat mich aufgehalten. Ich weiß ja auch nicht. Aber man, ihr habt die Schilden hier. Ja? Hm? Wer ist er denn? Unser Questziel. Übrigens der Materialoffizier, den wir killen sollen. Warte, ich steck aus, das dauert mir zu lange. Hä? Hallo? Irgendwie. Ah! Ich bin irgendwie mit einem Raketenwerfer nicht so richtig durch sein Schild durchgekommen, habe ich gemerkt. Oh. Du bist sehr effizient. Das imponiert mir. Die letzte Charge sollte per Schiff geliefert werden, aber wir haben den Kontakt verloren. Finde sie. Bitte. Ah ja. Gut, was finden? Ich mag nicht Dinge finden. Was schießt du? Okay, dann. Auto bitte. Oh. Hey, achso, ich fahre. Ja, hättest du mit mir tauschen können. Oha, stylisch. Jage Stalker, das ist ja morgen mit Quest. Warte mal. Warten. Zurück, Stalker töten. Alle. Wir haben eine Quest, die das von uns verlangt, diese komischen Viecher hier auszulöschen. Das können wir auch gleich bei machen. Aber ich glaube nicht mit der Karre. Oder? Doch, klar. Quatsch, gut. Na gut, hier vorne ist auch gleich ein Autoshop. Wir finden die Kiste verreckt. Waren das jetzt da? Das waren leider schon alle, oder? Ja, jetzt hinten im Moor ist noch was. Ja. Ich sehe sogar noch. Noch zwei. Und Thresher. Thresher sollen wir auch töten. Ist zwar für irgendeine andere Quest, aber. Mhm. Ich hätte ja irgendeinen hässlichen Bogen noch. Ah, für die hier, genau. Vielleicht machen wir keinen Schaden. Oh! Was war denn das da? Der war so groß. Ja. So, der ist hinüber. Da ist meiner. Ein Bogenloch, ein Thresher. Oh. Gibt's nicht noch einen? Ach, Mann. Wir sollten insgesamt 5 erschießen für die eine Quest. Ach, Mann, oh. Schade. Na gut, dann fahren wir zum Hafen, wo immer der sein mag. Ich möchte hier nicht runterfallen. Nein! Wir brennen übrigens, aber nicht mehr lange. Nee, nicht mehr. Wenn ich wüsste, dass wir länger Auto fahren, würde ich ja dieses komische, bessere Autofahrer-Ding da reinpacken. Mit längeren Nachbrennen und so weiter und so fort. Ach, ist doch Blödsinn. Ja, ich hab's das noch. Ich hab das nicht verkauft. Nee. Ja, ich glaube, ich hab das schon verkauft. Ja, ich hab so ein großes Inventar, da dachte ich mir, das kann ich mitnehmen. Ja. Ich dachte, du warst pleite und so.
Gut. Ja. Wir sollen aber nicht. Wir sollen aber nicht die. Den Ort wechseln, sondern hier unten. Ah, oh, okay. Oh, das ist der Sieger von den letzten Thrasher. Ja. Guck mal, wir haben ein Jesus-Auto. Was haben wir? Wir haben ein Jesus-Auto. Wir können auf dem Wasser fahren. Mhm. Oh Mann. Also eigentlich müssen wir jetzt keine Thrasher mehr töten. Die haben wir jetzt alle. Halt du hier mal die Leute bei Laune. Ich... Stark, die Jungs hier. Mhm. Wie geht's im Auto? Nicht so gut. Dann steig aus, wie das kaputt geht. Ich möchte nicht laufen. Sei vorsichtig. Fuck. Ich hab was für dich. Aber das reicht. Nein, ich Idiot! Oh Mann, ey. Geil. Einfach nur geil. Tod? Ah, das kriege ich wieder hin. Gut. Du hast alle drei Chargen der Arznei besorgt. Effizient, sehr effizient. Und nun, verteile die Medizin bitte in der Stadt. Ich würde es selbst machen, aber Hyperion mag es nicht, wenn wir unsere Häuser verlassen. Aha. Halt, wo ist denn der Thrasher, den ich was tot hatte? Ah, also. Wir machen diese Thrasher ganz schön schade. Gehen mir vor auf die Eier. Vor allem kommen die immer durch mein Schild durch. Und wie, ich weiß nicht. Siehst du hier irgendwo in der Nähe so einen Autopunkt? Na geil. Oh. Oh, das ist aber ein schöner Arm. Der muss trainiert haben. Okay, ich hab gerade irgendeine Quest gemacht und ich glaube ohne Auto. Warte mal, ich aktiviere mal die Quest. Wo waren die denn? Welche ist das? Ist denn bitte hier? Ich glaube, ich sterbe jetzt. Ich bin hier irgendwie durch den Pack. Ruhe, ist ja groß. Ja, ich kann auch gar nicht ohne weg. Durchhalten! Danke. Ja, wir sollen hier irgendwelche geilen Sachen sammeln. Problem ist bloß ohne Auto. Sehe ich irgendwie ein Problem hier innerhalb von einer Minute überhaupt wegzukommen. Alter. Ist Mann, ist doch richtig kacke. Ohne Auto kommst du echt nicht weg. Oh Mann, ey. Laufen, 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 laufen. Da vorne ist ein Autopunkt. Oh oh. Egal. Ey, bitte nicht, oder? Funktioniert das? Das wäre wirklich der Kran. Nee, okay. Kannst du mich da wieder belegen? Geil. Also meine Idee war, dass wir hier mit einem guten alten Rocket Jump rüberkommen, aber nein. Das hat nur mein Leben gekostet, aber sonst auch nichts. Die Rakete. Ja, guck mal, ist hier vielleicht irgendwo eine Treppe oder sowas? Ja, du kannst hier auf den Felsen raufspringen. So, jetzt. Ja. Man könnte natürlich auch rechts auf den Weg lang laufen, ja, aber das wäre nicht. Oh Mann. Oh. Ja, merkt euch, liebe Kinder, wenn euer Auto kaputt ist, müsst ihr ganz schön weit laufen bis zum nächsten Auto. Oder neues kaufen, oder? Genau. Ja, ist das da? Nee. Scheiße. Die Ware ist längst verdorben. Ja. Ist schwierig, wenn man kein Auto hat. Machen wir eine andere. Welche hatten wir denn gerade hier? Mann! Müssen wir jetzt neu abholen? Oh Gott. Slappy's Unhappy End? Ach nee, das war Wildlife Exploration? Bla, also Highlands. Vertanes Echo, Stalker of Stalker. Die da. So, auf zurück nach Overlook. Nein, nein. Nein. Oh, Alter. Ich würde ja gerne noch andere Fässer schmeißen mit der Kiste hier. Und wieso? Säurefässer? Ja, hätte was, ne? Nee.
Bin ich mal gespannt. Auslieferung. Wollen wir uns da nicht gleich noch ein schönes Feuereffekt liefern dürfen? Würde mich nicht. Ach nee, jetzt kommt wahrscheinlich der Typ mit seiner Kirchturmuhr. Ach so, direkt an der Tür. Ich wollte mir gerade umständlich wieder aufs Dach einsteigen. Hyperion gratuliert Harriet Levis zur Geburt ihrer Zwillinge und wünscht ein glückliches Händchen bei der Wahl. Mich, du kannst mir so viel Medizin bringen, wie du willst. Für mich bleibst du trotzdem ein Skaglutscher. Sorry wegen Dave. Was? Er ist. Wir versuchen nicht mit ihm zu sprechen. Komm zurück und hol dir deine vereinbarte Belohnung. Ich stehe schon vor der Tür. Die Einwohner von Overlook haben nun genug Schädelfrostmedizin, um für den Rest des Jahres nicht mehr stottern und oder in Ohnmacht zu fallen und oder zu sterben. Na toll. Wie viele Leute wie dich würde diese Stadt laufen wie ein Uhrwerk. Overlook benötigt ein Schild? Da unsere Gehirne nicht von innen heraus verfaulen werden, kommen wir zu Punkt 2 meiner Agenda. Revolte. Wenn wir die Herrschaft Hyperions abschütteln wollen, braucht die Stadt einen Schild wie Sanctuary, um sich vor den Moonshot-Blitzen zu schützen. Wenn du der Stadt ein paar Schilde spendieren könntest, könnte ich sie zerlegen und daraus uns einen Schild bauen. Aha. Wenn du schnell fahren, kannst du nicht allzu viele dämliche Fragen stellen wie... Warte, das muss ich mal richtig vorlesen. Wenn du schnell fahren kannst und nicht allzu viele dämlichen Fragen stellst wie, warum tue ich das oder was stinkt hier so? Hat Zed einen Job für dich? Ja, das ist der, den... Schließlich ist die Konkurrenz mörderisch. Du musst die Sendung so schnell wie möglich abholen. Ja, ja, natürlich muss ich das. Die Geknechteten von Overlook. Wirf Schilde in den Grinder, nimm Schildkerne auf. Ja, ich habe aber leider... Wirf einfach Schilde, die du nicht mehr brauchst, in den Grinder. Na super, das läuft darauf hinaus, dass wir gleich Billigschilde kaufen. Ist hier überhaupt ein... Ja, hier ist... Was denn? Das wird, glaube ich, richtig teuer. Ja, aber auch. 1000 kostet das Schild hier. Oh Mann, gibt's hier keine Blinken? Die kosten alle 1000, die Schilder, die es hier gibt. Na gut, ich kaufe 2. Ja. Wie mache ich das jetzt mit reinwerfen? Oder war das vielleicht nicht, doch nicht ganz so wörtlich gemeint? Oh. Oh, draußen hat man keinen Kabelanschluss, hörst du? Mhm. Lux alter Administrator starb und ich die Führung übernehmen musste. Kaufst du bitte auch 2 Schilde? Du kannst uns kein so ein Techno-Schild-Dings bauen. Du bist eine Frau. Wenn die Stadt jemand bräuchte, der uns Sandwiches macht, dann würden wir dich rufen. Dein Feedback wird dankbar. Kann nur noch ein Schild kaufen. Na super, weil ich gerade das andere gekauft habe. Also, ja, toll. So. Hast du eins noch eins in der Tasche? Nein, hab ich jetzt noch. Wie, aber wie? Auch eins, was. Wie sieht denn das aus jetzt? Na, einfach fallen lassen. Oh. Wenn du davor stehst. Hyperion macht darauf aufmerksam, dass Eigenmächtigkeiten mit einer Einfachfahrkarte in den Grinder geahndet werden. Toll. Hä? Warum funktioniert das bei dir nicht? Hm. Boah. Warum hast du, kannst du so eine Billigschilder reinwerfen, oh Mann? Reinlassen? Hä? Bei dir nicht. Na, vielleicht hast du die eine. Du, du brauchst trotzdem noch ein viertes, fünftes. Und welche Vorschläge? Wo ist der nächste Automat? Pff, weit weg. Ich glaube, es wäre einfach, nee, nur was töten und hoffen, dass... Aber können wir nicht in dieser Bar gehen? Stimmt, die Bar hat was, ja. Oh Mann, ey. Dumme Quest. Mm. Das ist voll teuer. Ja,